Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Control mit mir, dem Ralf. In der letzten Folge haben wir hier ein bisschen mehr Info bekommen und auch Nicht-Info bekommen. Also sprich, wir haben Sachen erfahren, die uns aber jetzt nicht wirklich viel was gebracht hat. Egal. Bisschen hier rumgelatscht, sind das ganze Runde. Haben eigentlich so gut wie alles hier unten erforscht. Kommen jetzt nicht wirklich weiter, meiner Meinung nach. Also denke ich mal, müssen wir rauf. Und es kommen immer mehr Gegner. Oh, Dimensionale Research. Dr. Darlings Office. Was interessiert mich jetzt mehr? Das war das Office. Ui. Ich habe. Dr. Darling besteht darauf, dass bestimmte Objekte der Macht eine Verbindung zum Teilen, einen Wesen oder einer Gruppe von Wesen zum Rat. Eine Verbindung zum Rat teilen, einem Wesen oder einer Gruppe von Wesen, über die wir wenig Informationen haben oder nur Informationen, auf die sich nicht zugreifen lässt. In seinen schriftlichen Berichten gibt er an, dass eine eindeutige Verbindung zwischen Objekten der Macht und dem Rat der Astralebene und dem Ältestenhaus besteht. Seine Arbeit geht davon aus, dass diese Verbindungen imminent sind. Eine Tatsache, die in der des Objekte wie die Hotline oder dem Amtswaffe verwurzelt ist. Ja, die Amtswaffe lässt sich ja nur mit dem uns als Hauptcharakter verbinden oder mit anderen Kandidaten für den Posten des Chefs. Und die Hotline ebenso von der Verbindung mit uns und dem Rat und unserem vergangenen Ich. Aber was wäre, wenn das wenn diese besonderen Objekte nie eine Verknüpfung zum hätten, zum Rat, sondern ihnen diese Verbindung aufgedrängt wurde? Ist es nicht seltsam, dass keine anderen Objekte der Macht so direkten Kontakt mit dem Rat benötigt? Oder mit uns, den Leiter? Den könnte man auch hier einsetzen. Und ist es nicht seltsam, dass beim Gebrauch der Amtswaffe oder der Hotline schwere Schäden oder sogar der Tod droht, wenn der Benutzer nicht der Director ist oder zumindest diese Rolle würdig ist? Warum gehen wir davon aus, dass diese Beteiligung durch den Rat eine natürliche Tatsache ist und nicht eher etwas artificial ist, künstlich erzeugt, beabsichtigt, dass der Rat das alles manipuliert, um die Kontrolle zu wahren? Pam pam pam! Da sind wir wieder bei Control. Verschwörungstheorien im Quadrat. Ist es neu? Plötzlich Fragen ausgewertet. Zu den HRV. Boote sind sie gut. Müssen wir sie tragen. Und was ist dieses Hadron-Resonanz-Ding überhaupt? Ich. Fuck. Egal, was Sie vielleicht gehört haben. HV dient nicht der Überwachung. Wir verfolgen nicht ihre Bewegungen oder hören ihre Gespräche ab, während sie sie anhaben. Das tun wir sowieso mit oder ein HV. Stellen Sie sich die vor als Rettungswesten. Nur statt vor Wasser, das, wovor HRV sie schützen, ist streng geheim. Eines Tages dringt dieses geheime Nichtwasser hier vielleicht ein. Und dann werden sie froh sein, dass sie so eine HRV-Schutzweste haben. Und haben sie noch kein HRV? Keine Angst.
Es ist kurz und schmerzlos. Nur Spaß. War nur Spaß. Wir machen mehr. Da sieht der Darling aber schon ziemlich im Arsch aus. Müssen wir uns noch mehr geben. Ordentlich. Nicht heute. Ich habe kürzlich Fragen ausgewertet. Zu den HRV. Boote sind sie gut. Müssen wir sie immer tragen. Und was ist dieses Hadron-Resonanz-Ding überhaupt? Ich... Fuck. Oh je. Egal, was Sie vielleicht gehört haben, HRV dient nicht der Überwachung. Wir verfolgen nicht Ihre Bewegungen oder hören Ihre Gespräche ab, während Sie sie anhaben. Das tun wir sowieso mit oder ein HRV. Stellen Sie sich die vor als Rettungswesten. Nur statt vor Wasser, das, wovor HRV sie schützen, ist streng geheim. Eines Tages dringt dieses geheime Nichtwasser hier vielleicht ein. Und dann werden Sie froh sein, dass Sie so eine HRV-Schutzweste haben. Und haben Sie noch kein HRV? Keine Angst. Es ist kurz und schmerzlos. Nur Spaß. War nur Spaß. Wir machen mehr. Das ist erschreckend, wie der abgebaut hat. Er muss vor dem Zischen unheimlich Angst gehabt haben und irgendwie hat er davon erfahren und hat die HRVs gemacht als Schutzmaßnahme. Hat aber anscheinend nicht genug gemacht. Er ist auch Tropfen auf heißen Stein mäßig. Und ja, gab wohl gewisse Leute, die ihm da in die Quere kommen wollten. Resonanz ist hier, doch wir können sie nicht sehen. Das Zischen? Sie vibriert um uns herum. Durch uns, in uns. Was wäre, wenn die Vibration ein Bewusstsein hätte? Was könnte so eine Kraft ausrichten? Hat die Tür zu einem geöffnet, das ich genannt habe. Der stößt eine Kraft aus, die weitaus stärker ist als alles, mit dem wir bisher zu tun hatten. Er hat mir so viel gezeigt, dass ich mich fragen muss, Resonanz, das Schlüsselelement aller gewandelten Phänomene? AWE, gewandelte Objekte, Objekte der Macht, teilen sie ein Gemeinsam, das wir noch nicht entdeckt haben? Wir können Kontrollpunkte harmonisieren. Was könnten wir mit der richtigen Frequenz noch alles erreichen? Was, wenn Resonanz die ganze Zeit die Antwort war? Ja, über die Resonanz können wir vermutlich mal teleportieren. Ja, klar. Fall halt runter. Die Behörde hat Jahre damit zugebracht, zu studieren, warum Objekte der Macht Anwender bei Berührung in die Astralebene transportieren. Mein Vorgänger Dr. Ash hatte Theorie, dass ein potenzielles Gefäß, determiniert durch jungsche Archetypen und das kollektive Unbewusste, von paranatürlichen Energien bewohnt wird, wenn es in seiner Nähe zu einem ABE kommt und so ein gewandeltes Objekt erschaffen wird. Im Laufe der Zeit wird durch die und die Astralebene eine Verbindung zu diesem Objekt erschaffen, durch es sich in ein Objekt der Macht verwandelt. Seit Dr. Ashes Zeit hat es viele weitere Theorien gegeben. Astralwesen hätten Objekte der Macht eine Art Test auf der Erde platziert. Unsere Dimension sei einst
Teil der Astralebene gewesen. Die Objekte blieben zurück. Als sie sich zurückzog, die Astralebene sei ein früherer Grenzbereich zum Ältestenhaus. Doch die Verbindung wurde getrennt und jetzt seien die beiden nur noch durch die Objekte der Macht verbunden. Ich werde versuchen, Gegenbeweise für einige dieser Theorien zu liefern, um etwas Kahlschlag zu betreiben. Hoffentlich kommt die Wahrheit ans Licht. Dann jetzt nicht unbedingt so, dass da eine Wahrheit ans Licht kam. Da lag noch. Schriftverkehr. Ich nehme an, dass Sie meine Kollegin Dr. Harrington bereits wegen einer Erhöhung der Abteilungsbudgets kontaktiert hat. Dies würde mich nicht überraschen. Parapsychologie war schon immer das schwächste Glied in der Kette. Viel Brimborium, aber keine Ergebnisse. Parakinesiologie ist dagegen schon immer die stärkste Abteilung gewesen. Mehr Durchbrüche, konkretere Daten, verwendbarere Forschung. Ich bin mir sicher, dass ein hochgeschätzter Mann wie Sie mit Leichtigkeit sieht, welche Abteilung die Budgeterhöhung verdient. Denken Sie nur, was die zusätzlichen Ressourcen in einem bereits formidablen Forschungsteam für Wunder bewirken könnte. Oh, ich rieche schon, wie die Hochnäsigkeit da aus allen Poren trieft. Tja, aber man darf die anderen Forschungen auch nicht immer unterschätzen. Meistens liegt da die Krux. Sei es wie es ist, mir ist es bekannt, dass Sie Single Malt Whisky zu schätzen wissen, also habe ich Ihnen eine Flasche an den Schreibtisch gestellt. Wegen dir, Seufzer. Dann gehen wir mal hier lang. Ich darf. Ich, Chef. Was labert er? Mal die Langfassung, bitte. Ich mag Objekte der Macht nicht verwenden. Ich verlasse mich nicht gern auf Dinge, denen ich nicht trauen kann. Aber der Aschenbecher und die Zigarette, die hier endlos dampft, haben ihren Nutzen. Ihr Aschenbecher-Labyrinth verändert sich ständig und nur der Binder und jene, die er einlädt, können es durchqueren. Die Dinge, die wir in der Dimensionsforschung versteckten, die Darling studiert, die Gefahren müssen mit allen verfügbaren Mitteln gesichert werden. Das Labyrinth ist eindeutig das Stärkste davon. Erlaubte Darling und seinen ausgewählten Leuten, es zu durchqueren. In letzter Zeit, denke ich, sollte Ihnen diese Erlaubnis wieder entziehen. Ist er da noch auf das Zwischen gekommen?
Oh, fuck! Fick doch keine Sau. Okay. Ich habe einmal ein Pattern durch. Aber ich bin noch nicht da, wo ich hin soll. Irgendwie haben wir das noch nicht. Vielleicht lässt uns das, was auch immer hier drin ist, noch nicht passieren. Höchst mal kaputt. What? Okay.
Nichts so. Oh, hier dürfen wir jetzt lang. Sie ist in Gefahr. Ich muss zu ihr. Ich muss schnell die Energie aufsammeln. What the fuck? Okay. Böhmisch. Transkript eines Anrufes an die kalifornischen Notrufdienste. 911, bitte sagen Sie mir, was passiert ist. Hallo, ich bin hier. Wenn Sie mich hören. Ja, ich kann Sie hören, Ma'am. Wo sind Sie? Ich bin, der Leitung. Ich habe mich verirrt. Ma'am, haben Sie heute Alkohol getrunken? Ich habe das Gefühl, dass ich durch die Leitung gezogen werde. Ihnen, bitte legen Sie nicht auf. Wenn Sie auflegen, bin ich vielleicht weg. Was meinen Sie mit weg, Ma'am? Weg, fort, raus. Okay, können Sie Ihre Umgebung beschreiben? Unbekanntes Geräusch. Ma'am, hallo, Ma'am? Anmerkung. Der Notrufmitarbeiter versucht, die Nummer zurückzurufen, doch der Anschluss existiert nicht mehr. What the fuck? Die Astralebene. Wie bei einem Eisberg ist nur der kleinste Teil davon sichtbar. Dennoch ist dieser Ort lebenswichtig für die Arbeit der Behörden. Die meisten Informationen über die Astralebene sind geheim, doch eine Übersicht ist möglich. Stets im Bewusstsein, dies sind enorm komplexe Systeme. Und Simplifizierung wird sie uns nicht näher bringen. Nun, der weiße, nicht braun, kopfstehend, die schwarze Pyramide. Der Rat, alles eins, eng gebunden ans älteste Haus, an seinen Direktor, den Prozess seiner Ernennung und an alle Objekte der Macht und den, der sie kontrolliert. Ja. Haben wir das jetzt auch als Video? Das nur zu hören. Die Astralebene. Wie bei einem Eisberg ist nur der kleinste Teil davon sichtbar.
Dennoch ist dieser Ort lebenswichtig für die Arbeit der Behörde. Die meisten Informationen über die Astralebene sind geheim, doch eine Übersicht ist möglich. Stets im Bewusstsein, dies sind enorm komplexe Systeme. Und Simplifizierung wird sie uns nicht näher bringen. Nun, der weiße Nichtraum, kopfstehend, die schwarze Pyramide. Der Rat, alles eins, eng gebunden ans älteste Haus, an seinen Direktor, den Prozess seiner Ernennung und an alle Objekte der Macht und den, der sie kontrolliert. Ja. Okay, bin trotzdem nicht schlauer geworden. Sieht cool aus. Anfangs dachten wir, die Welt der Astralebene wäre subjektiv. Aber das stellte sich rasch als falsch heraus. Es ist ein realer Ort, kein Gedankenkonstrukt, obwohl wir sie in unserem Geist betreten und erleben. Aber dasselbe könnte man über die Realität auch sagen. Wir konnten Aufzeichnungen von der Astralebene machen, indem wir die Gehirnaktivität jener aufzeichneten, die sie erlebten. Das ist das einzig Greifbare, das wir von den Expeditionen in die Astralebene zurückgebracht haben. Mit einer schockierenden Ausnahme. In den Aufnahmen der Astralebene sind wir immer nahe der Pyramide. Daraus schließen wir, dass nur dieser Bereich vom Rat kontrolliert wird. In der Distanz konnten wir Bewegungen, einheimische Rassen sehen. Und doch haben sie Kontakt geschlossen. Wegen technischer Probleme haben wir keine Aufnahmen. Doch bei der Rückkehr eines Astralnauten hatte sich eine Gehirnwolke in seinem Kopf versteckt. Sie brach heraus und tötete den Patienten. Es ist ein gnadenloses Raubtier. Er verfolgt Gedanken, Gehirne und tötet jeden, an dem es sich nähert. Bei Kontakt müssen strenge Isolationsprotokolle eingehalten werden. What the fuck? Die Ausstellung über die Astralebene sollte Astralnauten ursprünglich als Trainingsbereich dienen. Dort sollen sie sich an die Umgebung der Astralebene gewöhnen, bevor sie in die echte eintauchen. Die Ausstellung hätte besser werden können, aber war zu knausrig, mir das Budget zu geben. Als wir allerdings entdeckten, funktionierten wir den Bereich um, ähnlich wie Zoos hoffen, durch vertraute Umgebungen das Wohlbefinden ihrer Tiere zu beeinflussen. Hoffen wir, das Verhalten von einer Umgebung beobachten zu können, die seiner Heimatdimension gleicht. Bisher hat er alles zerstört, was wir in seiner Nähe gelassen haben. Aber Rom wurde auch nicht in einem Tag gebaut. Für das als Astralstachel bekannte Astralwesen wurde neue Nomenklaturen etabliert. Überholte Termini in diesem Bereich wurden editiert. Anfangs dachten wir, die Welt der Astralebene wäre subjektiv. Aber das stellte sich rasch als falsch heraus. Es ist ein realer Ort, kein Gedankenkonstrukt, obwohl wir sie in unserem Geist betreten und erleben. Aber dasselbe könnte man über die Realität auch sagen. Wir konnten Aufzeichnungen von der Astralebene machen, indem wir die Gehirnaktivität jener aufzeichneten, die sie erlebten. Das ist das einzig Greifbare, das wir von den Expeditionen in die Astralebene zurückgebracht haben. Mit einer schockierenden Ausnahme. In den Aufnahmen der Astralebene sind wir immer nahe der Pyramide. Daraus schließen wir, dass nur dieser Bereich vom Rat kontrolliert wird. In der Distanz konnten wir Bewegungen, einheimische Rassen sehen. Und doch haben sie Kontakt geschlossen.
Wegen technischer Probleme haben wir keine Aufnahmen. Doch bei der Rückkehr eines Astralnauten hatte sich eine Gehirnwolke in seinem Kopf versteckt. Sie brach heraus und tötete den Patienten. Es ist ein gnadenloses Raubtier, verfolgt Gedanken, Gehirne und tötet jeden, an dem es sich nähert. Bei Kontakt müssen strenge Isolationsprotokolle. Mhm. Schon wieder eine halbe Stunde rum. What? Ja. An dieser Stelle sage ich dann danke fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, liken, subscriben, die Welt verteilen und wenn ihr es noch nicht getan habt, die Notation Bell aktivieren, dass YouTube weiß, dass ihr mehr von uns sehen wollt. Sollte euch YouTube nicht benachrichtigen, wann was bei uns abgeht, habt ihr doch den Twitter-Account und dann ist ihr in den Follow drücken könnt. Und auch wenn ihr 14 Zeichen stehen solltet, dann solltet ihr eigentlich safe sein und immer mitbekommen, wann wo was bei uns abgeht. In der Hinsicht, bis denn dann. Ciao.